Sehen wir klare Symptome dafür, dass uns das System jetzt bald aus der Kurve fliegen wird? Diese Meme-Aktien, die gehypt werden, der Broker Robinhood, der sich Kapital besorgen muss, um die Risiken überhaupt noch abdecken zu können. Fakt ist, dass die Struktur des Marktes sich jetzt komplett geändert hat, damit ein neuer Risikofaktor reinkommt, der vorher so nicht da war, nämlich ein immer größer werdender Internetschwarm, der hochgehebelt gegen hochgehebelte Hedgefonds agiert, jenseits einer Frage von Moral oder Wut. All das will ich in diesem Video mal nicht behandeln, sondern einfach mal die Frage stellen, was hier eigentlich abgeht, jetzt systemisch gesprochen. Denn das große Problem ist die exzessive Liquidität, die wir haben durch die Notenbanken. Jerome Powell hat auf die Frage hin, ob den GameStop nicht vielleicht etwas Gefährliches sei, gesagt, naja, ich äußere mich nicht zu einzelnen Aktien, und hatte das alles im Grunde beiseite gewischt. Aber faktisch ist natürlich, die Fed sind andere Notenbanken, so muss es heißen, sind die Verursacher dieser exzessiven Liquidität. Und exzessive Liquidität bedeutet, dass Hebelung, Leverage, extrem günstig ist. Jeder kann es bekommen, weil jeder hat ja viel Liquidität, die ist ja einfach zu bekommen. Verschuldung ist sehr leicht. Hebelung ist deswegen sehr leicht, und wo der Hebel immer größer wird, werden eben auch die Risiken immer größer, und möglicherweise sind wir in einer Situation, wo man jetzt bald gegensteuern muss, sonst eskalieren diese Risiken so, dass das System aus der Kurve fliegt und wir dann plötzlich Situationen haben, die an das Jahr 2008 erinnern, und das ist gar nicht weit hergeholt, denn im März 2008 hatte Bear Stearns, die Investmentbank, gesagt, oh, wir haben keine Liquiditätsprobleme. Der Aktienkurs stand noch nicht weit von 92 Dollar entfernt. Am Montag darauf, also nach dem Wochenende, musste Bear Stearns praktisch die Segel streichen, ist kollabiert. Und wurde dann von der JP Morgan für lächerliche 2 Dollar pro Share aufgekauft. Also ist komplett von der Bildfläche verschwunden, und man musste JP Morgan schon überreden, dass sie das machen. Es hat sich für die dann gelohnt. Jedenfalls haben wir ein ähnliches Phänomen. Robin Hood musste sich ja jetzt über 1 Milliarde Dollar borgen, um die Risiken überhaupt noch abdecken zu können. Und das Problem dieser Hebel ist ja schlichtweg, wo Hebel sind, da sind Risiken im System für verschiedene Player. Das sind einerseits diese Neobroker selbst, wie eben Robinhood, aber es sind eben auch die Clearinghäuser, die die Mechanik, das Funktionieren der Börse garantieren, an denen das letzte Risiko dann hängen bleiben würde. Und was passiert ist ja, mit der Limitierung der Handelbarkeit von Long-Positionen bei GameStop, ACM und AMC, wie sie alle heißen, dass eben auch die Clearinghäuser gestreikt haben und gesagt haben, wir machen dieses Clearing nicht mehr, weil uns das zu riskant wird, weil wir die Risiken hier nicht mehr wirklich kontrollieren können. Und das hat diese ganze Geschichte ins Rollen gebracht, dann für sehr viel Wut gesorgt, vielleicht teilweise berechtigt, das will ich gar nicht in Zweifel stellen, aber manchmal eben auch so ein bisschen an der Mechanik der Märkte vorbei, die ich versucht habe im heutigen Videoausblick zu beschreiben. Hier sehen wir nochmal den CEO von Robinhood, Vlad Tenney, der begründet hat, ja, wir machen das zum Schutz der Anleger. Ich glaube, das dürfte eine eher geringere Sorge von ihm gewesen sein. Er muss sich selber schützen, muss sein Unternehmen schützen und kriegt auch von den Clearinghäusern die Ansage, Junge, das musst du in den Griff kriegen. Es sind nicht die Hedgefonds, auf die hier Rücksicht genommen wird, auch wenn das natürlich ein schönes Poem ist, eine schöne Erzählung, die guten Robin Hooder gegen die bösen Hedgefonds, die jetzt geschont werden, die ihre Interessen wieder mal durchsetzen, die Boomer, die also sozusagen hier ihre Macht ausspielen, die haben Macht, gar keine Frage, aber es geht hier nicht darum, Hedgefonds zu retten, sondern es geht darum, dass ein paar Leute ein paar Risiken haben, jenseits der Hedgefonds, die sie nicht tragen können und wollen und dementsprechend bestimmte Aktionen tätigen müssen. Was ist das Dilemma von Robinhood, diesem Broker? Auf der einen Seite steigen die Risiken massiv, je größer der Schwarm wird, der hier gehebelt in bestimmten Aktien vorgeht. Clearinghäuser, dann praktisch ja die Tatsache, dass eben diese Händler, diese Kunden, die hier handeln, oft ja auf Marge handeln. Das heißt, die hinterlegen für einen Trade viel weniger, als sie bewegen. Diese Differenz ist ja praktisch ein Kredit des Brokers, wenn man so will. Und das erhöht natürlich die Risiken, und auf der anderen Seite ist man in einer blöden Situation, denn das, was gestern passiert ist, indem man gesagt hat, ihr könnt jetzt keine GameStop etc. mehr kaufen, das hat natürlich eine Wahnsinnsreputation gekostet, das hat den Ruf kaputt gemacht. Robin Hood, wir sind sozusagen der Anwalt des Guten, dieser Ruf ist jetzt kaputt.
Das wird den Neo-Brokern insgesamt starken Schaden zufügen. Und dann wird natürlich sofort draufgehauen von dem Pusher schlechthin, Dave Portnoy. Stocks always go up. Das ist ja seine Maxime. Und wenn man sich zum Beispiel ein Interview hier anhört auf CNN, wo er sagt, ja, hier sollen die Hedgefonds geschont werden. Ich glaube, er hat wirklich nicht ganz begriffen, worum es hier geht oder wo das Problem daran ist, dass eben solche Aktien nicht mehr kaufbar sind. Jenseits der Frage, ob das okay ist. Ja, also das ist jetzt keine moralische Frage, das ist auch keine Besitzfrage, sondern es geht darum, dass letztendlich hier ein System an seine Grenzen kommt. Ob das System gut ist, das sei mal deutlich dahingestellt. Ich habe große Kritik daran. Das hatte ich in den letzten 473 Jahren meiner Boomer-Karriere immer wieder auch gesagt. Jedenfalls ist da viel Wut im Spiel, gar keine Frage. Und Dave Portnoy ist derjenige, der da hier ein Stück weit Wortführer ist, der König der Robin Hood, das Vorbild ist sozusagen, diese Stocks always go up. Hier sehen wir nochmal zum Beispiel die Clearing-Risiken, die wir hier sehen, die sind wie ein Torpedo nach oben geschossen und je größer dieser Schwarm wird, umso größer werden sie. Das zeigt sich hier ganz deutlich und man muss ja fast schon sagen, also hier ist fast schon eine Art Kriegszustand jetzt der Fall. Jim Bianco, Januar 21, Investoren machen sich bereit für die Opening Bell der New York Stock Exchange. Ja, so hat man ein bisschen den Eindruck und man wird auch sofort aktiv. Und es ist so ein bisschen hier auch so ein Narrativ, hier eine Art Klassenkampf, wir die Jungen gegen die Boomer, die Etablierten. Ja, vielleicht, es ist so ein bisschen ein Keyboard-Robespierismus, könnte man sagen, also ein Tastatur-Robespierre-Moment. Einer Tastatur, da kann man schon sehr, sehr mutig sein, wenn man sich dann vielleicht öffentlich irgendwo hinstellen muss, ist das manchmal eine andere Geschichte, da kriegt man nämlich dann wirklich hautnah auch die Reaktionen, das nur mal am Rande, aber Robespierre, Robin Hood, vielleicht solche Figuren tauchen jetzt nicht zufällig auf und jedenfalls, man wurde sofort aktiv, GameStop wieder gestiegen, Kurs, AMC, BlackBerry, Bed Bath & Beyond und dann eine wunderbare Aktie, Siebert Financial Corp. Die ist, glaube ich, zwischendurch dann 600% gestiegen. Alles fundamental total gerechtfertigt. Ja, das ist ja gar keine Frage. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Hier interessanterweise, die Deutsche Bank hat reagiert und hat größere Player am Markt befragt. Naja, siehst du in dieser ganzen Geschichte, in diesen Internetschwärmen, die Hedgefonds attackieren, siehst du da ein Risiko? Von 0 bis 10 Skala. Und dann haben einige schon geantwortet, ja, 10 sehe ich ein riesiges Risiko. Manche sind so bei 7, 8, sehe ich schon ein Risiko. Es gibt dann eine doch relativ kleine Minderheit, die sagt, nee, sehe ich überhaupt kein Risiko. Also das ist durchaus auch den etwas größeren Playern bewusst, dass da Stabilität natürlich jetzt in Frage gestellt wird. Gar keine Frage, dieses System ist vorher schon ausgeufert, das ist ja kein Thema. Aber durch diese weitere Hebelung, durch diesen weiteren Exzess nehmen eben die Gefahren innerhalb eines bereits durch exzessive Liquidität ausgeuferte System immer weiter zu. Und das ist genau der Punkt, um den es hier geht. Und einer, der dazu maßgebliche beiträgt, das ist Elon Musk, der heute mit einem Tweet Bitcoin nochmal 14% nach oben geschickt hat. Ein Pusher vor dem Herrn, er ist gegen alle Short-Sachen, also das hält er für unmoralisch. Auf der anderen Seite ist er der Großmeister des Financial Engineering, des Aufblasens bestimmter Dinge, des Pushens bestimmter Dinge, manipulativ bis zum Get-No, aber Short ganz, ganz böse. Also das ist natürlich ein Treppenwitz der Geschichte. Allein der Aktienkurs von Tesla ist ja ein Beleg dafür. Und nicht zufällig ist ja Elon Musk oder hängt die Vergütung von Elon Musk maßgeblich vom Aktienkurs ab. So ein Zufall, das ist natürlich nur reinster Zufall und nicht wirklich gewollt. Wir sehen insgesamt, dass die Handelsvolumina massiv steigen. Wir sehen Allzeitrekorde, die hier an der Wall Street jetzt in Sachen Volumina erzielt werden. Man verdient also auch an der Börse wieder ein bisschen oder die Börsen, an denen die Umsätze passieren, verdienen etwas. Jedenfalls ist nach wie vor das Thema zum Beispiel GameStop. Das ist jetzt die drittgrößte Short Position by Value, also bei in Sachen Marktkapitalisierung hinter Tesla und Apple, wie hier S3 Partners anmerkt. Und die Shortseller haben jetzt im letzten Jahr alleine knapp 20 Milliarden Dollar
verloren und wir haben nach wie vor 11,2 Milliarden Dollar nur bei GameStop hier in Short-Positionen nach wie vor. Also da ist noch sehr viel Short-Interest. Jetzt veröffentlichen auch Banken, also praktisch Player im System, etablierte Player im System, die analysieren jetzt, ja, wo könnte denn der nächste Short-Squeeze passieren. Dementsprechend versuchen viele Hedgefonds zu reagieren, alle Short-Positionen zu schließen. Oder eben, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt unsere Konzepte zu ändern, werden überhaupt gar keine Analysen mehr vorlegen in Sachen Short, sondern nur noch Long, Chancen für Privatinvestoren zum Beispiel. Citron hat das heute gemacht. Wir sehen hier Wall Street Bets hinter Hedgefonds her, Hedgefonds sind selber hinter Hedgefonds her, also es ist ein Haifischbecken, wie ich das mehrfach schon gesagt hatte, und die Hedgefonds sind nicht gerade jetzt toll aus dieser Geschichte bisher rausgekommen. Wie gesagt, Citron Research hat nach 20 Jahren gesagt, also wir machen jetzt nur noch Chancen für Long-Investoren, da sind wir dann moralisch auf der ganz sicheren Seite. Und wie krass letztendlich das ganze Ding ist, heute kamen die BIP-Zahlen aus den USA. Und wir sehen, dass jetzt die Marktkapitalisierung nach Buffett, der sogenannte Buffett-Indicator, bei 198,5% des US-BIPs betrifft in den USA. Also die Wall Street bringt fast das Doppelte. Und die Firmen, die an den Börsen gelistet sind, fast das Doppelte auf die Waage wie das gesamte BIP der USA. Das gab es noch nie, absolutes Allzeithoch. Dementsprechend muss ein Kauf von Aktien jetzt auch extrem günstig sein, nach meiner Logik. Wir sehen hier mal das US-BIP, so schlecht wie seit 1946 nicht mehr. Jetzt das zurückliegende Jahr 2020 mit einem Minus von 3,5%. Wird jetzt die Regulatorik eingreifen? Wahrscheinlich wird das passieren. Die SEC hat schon gesagt, ja, wir gucken uns die Sache ein bisschen genauer an. Mal sehen, ob man da Aktionen tätigen wird. Aktionen gab es heute in Deutschland überraschenderweise bei der BaFin, also bei der Finanzaufsicht hierzulande, Hufeld, den ich heute thematisiert hatte in Sachen BaFin auch mit Wirecard. Der muss jetzt gehen, der verliert also seinen Job, nachdem die BaFin ja Short-Positionen in Wirecard verboten hatte und immer weiter festgehalten hat an dieser Betrugsfirma. Und vielleicht abschließend noch ein anderer Punkt, ein anderer Kampf, der hinter oder vor den Kulissen auch teilweise stattfindet, ist der von Apple gegen Facebook, respektive von Facebook gegen Apple, denn Facebook lebt ja von den Nutzerdaten, die diese ja freiwillig und offenkundig auch gerne geben. Jetzt spielt sich Apple so als Schützer der Privatsphäre auf und sagt, ja, wir wollen also hier viel transparenter sein und offener sein als Facebook. Gut, weniger transparent geht nicht, aber hier spielt man sich so ein bisschen auch auf als Robin Hood, als Anwalt der Privatsphäre der normalen Menschen. Ist natürlich auch ein bisschen zynisch, wenn man sieht, dass Apple sehr viel dafür tut, dass man immer schön in diesem Apple-Kosmos bleibt und ja nicht entweichen kann. Big Brother is watching you all the time. Auch Tim Cook tut das. Also, vielleicht tun wir alle nach dieser anstrengenden und sehr aufregenden Woche gut daran, mal ein bisschen runterzufahren, ein bisschen mal die Emotionen runterzufahren, die Moral ein bisschen runterzufahren, die Wut ein bisschen runterzufahren, ein schönes Wochenende zu verbringen. Selbst in Hamburg schneit ist, meine Damen und Herren. Wer hätte das gedacht, dass so etwas nochmal passieren kann? Ich wünsche jedenfalls ein schönes Wochenende und sage Servus und Ciao.